natürlich die Interesse zeigen, die denen auch vielleicht ein Angebot machen, aber C auch immer sehen, ob dieser Spieler mich auch antört. Es gibt ja auch Spieler, wo du in Gesprächen immer denkst, das ist vielleicht doch nicht so interessant. Und deswegen ja, gucken wir einfach weiter. Klar, will man immer schnell Vollzug melden. Aber die Spieler, die wir kennen, finden auch andere Clubs gut. Und auch Spieler und besonders Berater, die Poker natürlich auch ein bisschen. Aber ich finde, dass wir das im Moment eigentlich ganz ordentlich machen, weil wir zeigen ganz klar unseren Standpunkt. Wir lassen uns nicht hin und her schieben. Und sagen auch ganz klar, das wollen wir so, das wollen wir nicht so. Weil ich finde, dass wir auch ein bisschen ein neues Profil auch in Sinne schaffen sollen. Ja, wir sind Sturm Graz und wir bestimmen jetzt hier auch mal das Tempo und wir bestimmen auch ein bisschen die Regeln. Und wenn ein Spieler zu lange rumzögert, den er nicht will, dann muss er noch nicht nehmen. Es gibt genug Spieler auf dem Feld. So, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genauso wie im Training. Ne? Wenn du die Spieler siehst, ist es nicht mal so, dass wir Trainer immer alles motivieren müssen, sondern umgekehrt auch ein bisschen. Wenn ich da eine Schlaftablette vor mir sitzen habe, dann denke ich mir, okay, weiß ich nicht. Ich meine, letztendlich Interessante oder das Wichtigste ist natürlich auf dem Platz. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist zum Gespräch auch ein bisschen was. Und dann, ich sag mal, wenn du vielleicht zwei Spieler, wo du die selbst ähnlich einschätzt, vielleicht nimmst du dann den, der im Gespräch dich ein bisschen mehr verzaubert. Deshalb gefällt mir auch wahrscheinlich die Schwimmersuche mit dem Imre zusammen, ob der bleibt oder nicht. Oder ist das immer so? Ja, ich lese das auch nur. Also ich habe jetzt ich hab vor 10 Tagen erst einmal mit ihm gesprochen. Das war ein ziemlich langes Telefonat. Das war, also was ich so rausinterpretieren konnte, eigentlich ein sehr positives Telefonat. Klar ist, dass er auch noch ein paar Fragezeichen im Kopf hatte, in dem Sinne, was bin ich für ein Typ, dies und das. Er hat natürlich auch ein bisschen was über die Vergangenheit von Sturm gesagt, aus seiner Sichtweise. Aber das habe ich zu ihm auch gesagt, das brauche ich jetzt nicht kommentieren. Was da vorher gelaufen ist, das weiß ich auch nicht. Und heute ist er zum ersten Mal da. Und dann werde ich dann länger mit ihm sprechen. Und wenn er eine andere Meinung hat, oder ich meine, er hat Vertrag, eigentlich plane ich mit ihm, aber wenn er eine andere Meinung hat und was anderes machen möchte, dann soll er es mir ganz normal sagen, face to face. Nicht über die Zeitung oder über irgendwas, sondern aber alles, was bisher gelaufen ist, mit Wechselgerüchten, habe ich auch nur aus der Zeitung gesehen. Und welche Rolle spielt der Alte, unter Anführungszeichen, Mario Haas noch in deinen Überlegungen? Ja, Mario Haas hat eigentlich diese Woche ganz gut trainiert. Ne? Also wichtig ist einfach auch, dass wir Spieler haben, die auch andere besser machen. Und wichtig ist eher, dass er seine Rolle versteht. In dem Sinne, ja, Druck auf die anderen auszuüben. Und wenn er dann mal nicht spielen sollte, auch wirklich die Jungen mit fördern. Weil er hat einen riesengroßen Erfahrungsschatz, er hat eine riesengroße Karriere bisher hier gespielt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ob er spielt oder nicht spielt, das ist gar nicht so. Er ist gar nicht so wichtig immer so für mich, sondern er ist einfach wichtig, dass er die Jungen jetzt mitführt und er kriegt eine andere Rolle vielleicht wie der ein oder andere Spieler. Bitte habt ihr fürs Wochenende schon Testkandidaten eingeladen für die neuen Positionen? Überleg ich auch mal, ja. Nee, noch nicht. Bist du sogar Freund von Besten, oder? Kurzfristigen Besten, oder? Ja, aber wir haben. Du weißt ja über jeden Spieler. Ja, Testkandidaten sind halt immer Spieler, die natürlich irgendwo wahrscheinlich nicht so gespielt haben, die angeboten werden von Beratern. Und ich habe jetzt auch so einen großen Erfahrungsschatz und kenne mich eigentlich so gut aus. Wir haben erstmal, ich habe eine Liste gemacht, die Spieler, die ich habe. Und klar, dann kam dann natürlich ein oder andere Spiel aus dem österreichischen Markt, wo ich mich ein bisschen mit beschäftigen musste, DVDs nochmal sichten musste, ob dies und das und auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Trainerkollegen sprechen musste. Weil es soll auch eine österreichische Mannschaft werden, nur letztendlich soll es einfach eine Qualitätsmannschaft werden, aber es ist Österreich oder nicht. Aber klar ist natürlich, dass wir einfach finanziell jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet sind, dass wir einfach sagen, komm, den holen wir. Sondern darum dauert das auch ab und zu ein paar Tage. Weil wir können das Geld einfach auch nicht rausschmeißen. Wenn du einfach Geld hast, dann kannst du einfach sagen, ja, den hol ich und dann ist gut. Und das war die Frage jetzt nochmal. Das war wegen Biermeier zum Beispiel. Der hat den Vertrag von Frühling und der bräuchte ja diesen noch unterschreiben, oder? Nein, das Ding ist erledigt mit Biermeier. Bin ich gut. Lange gepokert, oder? Nein, es ist einfach so, dass wir haben gesprochen mit ihm, er hat ein Angebot rausgekriegt von uns
Und ich habe es dann irgendwo mal auch gelesen, dass wir uns nicht gemeldet haben. Wir haben uns total korrekt, total fair und total professionell verhalten. Und dann hat sich der Spieler nicht gemeldet. Und das meine ich ja gerade damit. Das machen wir nicht mehr. Der Spieler hat. Ich finde auch okay, wenn ein Spieler sagt, ich möchte nicht kommen. So, das ist so ganz normal. Ne? Wenn ihr mich anruft, rufe ich ja irgendwann auch zurück und sage so und so oder dies und das. Aber sich gar nicht melden, ist unprofessionell und da haben wir keine Lust drauf. Und da brauche ich solch einen Spieler nicht. Und er hat die Meinung rausgegeben, ja, heute Morgen mit seinem Berater gesprochen, dass er ins Ausland wechseln möchte. Ja, dann ist ja auch okay. Aber sich dann gar nicht zu melden, ist einfach unprofessionell von seiner Seite. Wir haben uns total korrekt, fair und akkurat verhalten. Ja, ein Anruf würde genügen, ne? So. Nein, wir haben ein Angebot abgegeben, was ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht fand. Ich habe ein Gespräch, einmal telefonisch und einmal persönlich mit ihm geführt. Das war auch okay. Und wenn ein Spieler dann zweifelt, ist es auch okay. Nur, er kann auch kurz darüber nachdenken. Nur, eins ist auch klar, wenn ich dann gestern einen Spieler nicht erreichen kann und er ihm bitte, ihm mal eben mich anzurufen, dann erwarte ich schon von einem jungen Spieler, dass er sich meldet. Ne? Ja, ich meine, der hat doch nicht 100 Länderspiele. Ne? Also, ja, genau. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, und du kannst dich auch melden. Also, wo ist das Problem? Ja. So, und dann habe ich auch mit dem Berater gesprochen und der möchte lieber ins Ausland gehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Da habe ich öfter kein Problem mit, weil. Jetzt mit Piermaier fällt jetzt nicht und steht jetzt nicht die Sturmqualität, sondern das ist ein junger Spieler, das wäre ein Entwicklungsspieler gewesen, der interessant gewesen wäre für uns. So, aber du musst dich doch melden als Spieler. Oder das ist doch ganz normal. Das ist eine Anstandsfrage auch mit professionell, ne? Ja, weil du siehst dich im Fußball, das ist ja nun mal so, siehst du dich 100.000 Mal wieder. Und vielleicht will er ja nochmal irgendwas von Sturm Graz. Und das ist einfach auch nervig. Da verlieren wir auch Zeit mit. Und Zeit haben wir jetzt nicht mehr so viel in dem Sinne, weil wir wollen eigentlich schon den Kader jetzt auch zusammen haben. Dass wir natürlich auch zusammen trainieren können, dass wir uns kennenlernen. Weil ich eine spezielle Idee vom Fußball und das müssen die Spieler einfach auch schnell lernen. Wenn du schnell den Kader zusammen hast, ist es gut und mit sowas haben wir einfach nur Zeitverlust und das ist eigentlich Quatsch, weil noch einmal, wir haben uns immer wieder gemeldet und korrekt verhalten, aber der Spieler nicht. Das heißt für euch Elsnack ein Thema? Nein. Wirtschaftlich oder sportlich? Oder beides? Das ist immer beides. Häufig hieß es einfach, dass wir einen Knipser finden. Ja, so wirklich vorne. Ne? Einen Stürmer finden. Ich meine, gut, den sucht jeder. Und da ist so ein bisschen unsere Priorität. Also so ein. Ja, ich glaube, Mario Gomez wird nicht kommen, aber. Ja, aber schlecht vielleicht nicht, sollte man den nochmal anrufen. Aber. Ja, der Scholte den nicht nehmen, oder? Aber da muss ich auch ganz ehrlich sein. Jetzt schon. Aber die beste Antwort hat Mario Gomez gegeben. Ja, perfekt, ja. Ich fand A, professionell verhalten, weil er sich im Interview nicht zu irgendwas hinreißen lässt. Ja. Und B, hat er Tore sprechen lassen. Und C, muss ich ganz ehrlich sagen, Mehmet Scholl ist halt kurz ein Fußballlehrer und ist Angestellter bei Bayern München. Ich finde, du kannst jeden Spieler in der Öffentlichkeit kritisieren, aber du musst es immer mit Niveau machen. So, und dann haben die Spieler nie damit ein Problem, ich hätte da nie mit ein Problem. Aber so polemisch, ironisch, weiß ich nicht. Und letztendlich kriegt er jetzt ein Fett weg und Mario Gomez hat es gestern wieder gut gemacht. Punkt aufs Ende. Ich glaube, jede Nation wäre froh, wenn sie den hätten. Gomez kommt nicht, wer kommt doch. Ja, den Namen nennen wir ja nie. Ihr müsst ja auch noch ein bisschen was tun. Ganz ehrlich, ihr seid ja alle so braune. Das ist ja auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Zeitungen und der Medien. Aber ihr seid ab und zu schon auf der richtigen Spur. Und ab und zu auch nicht. Ja. Gibt es irgendjemanden, den man noch verleihen will? Oder du sagst, er braucht ein bisschen Zeit und kann jetzt nicht brauchen? Ja, das kann passieren, ja.
da will ich keinen Namen nennen, nur es ist einfach auch so, du musst immer sehen, wenn du auch einen Spieler holst, und da kommst du natürlich auch mal Christopher Blum ins Spiel, der das finanzielle Budget einfach hat. Wollen wir diesen Spieler unbedingt und wen können wir da vielleicht auch abgeben, wo ich denke, okay, sportlich wird das vielleicht nicht so interessant. Aber mit den finanziellen Gegebenheiten musst du halt auch ein bisschen jonglieren. Ne? Weil die Leute stellen sich das immer so vor, ja, du gehst auf den Transfermarkt, rufst einen Berater an, den wollen wir haben, der sagt eine Zahl und dann sagen wir, okay, dann machen wir es. Aber so läuft das Spielchen einfach nicht. Ne? Das Spielchen läuft total anders. Wir geben Angebot raus, die geben Angebot raus. Natürlich machen die erst höher, wir machen niedriger. Dann triffst du dich in der Mitte, dann dies, das, dann spricht der wieder mit dem anderen. Und ne, du siehst ja so im Falle Piermaier, der den ich eigentlich schon eingeplant hatte, wie das dann doch wieder geht. Ne? Und es muss einfach, und ich habe da wie gesagt kein Problem mit, es muss einfach nur immer fair laufen. Mhm. So, weil die Spieler meckern auch, wenn die Spieler meckern ja immer ganz, ganz schnell. Ne? Wenn der Verein hier und kein Respekt da und kein Respekt hier. Ab und zu haben sie auch recht, aber auf der anderen Seite muss man das auch umgekehrt natürlich verhandeln können. Okay. Aber da kommt ja niemand. Die beiden. Ja. Wie lang ist deine Liste? Oder gibt es eine Verteidigerliste, eine Stürmerliste? Ja, so. Also wir hatten erstes grob gemacht und dann ist es eigentlich auch mal so, dass du einen Berater anrufst und der sagt dann auch schnell nein. Mhm. Oder der sagt dann, wir melden uns wieder. Und dann ja, fällt der eine oder andere raus oder kommt der eine oder andere dazu. Und wie gesagt, ich meine, ja, ich habe hier zwei Nervensägen hier mit den zwei Handys und es geht pausenlos. Ja, es geht pausenlos. Und natürlich, klar, umso länger die Zeit geht, umso nervöser werden natürlich auch Spieler eigentlich. Ne? Also, ja, auf der einen Seite ist es gut für den Club finanziell, auf der anderen Seite will ich natürlich schnell die Mannschaft zusammen haben. So, ne? Und wenn du dann noch irgendwie einen Joker frei hast bis August, dann ist es auch okay. Oder falls sich noch einer schwer verletzen sollte oder sowas, kann nun mal alles passieren. Aber wir sind einfach hier in Österreich unheimlich früh dran. Ja, das ist das Problem. So, und überall fangen wir erst nachher an, wenn bei uns schon die Saison beginnt. Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es für ein Spiel aber auch eine gute Sicherheit, auch einen Club zu haben. Das muss man früh genug, auch, auch ganz klar sagen. Aber wenn ein Spieler zweifelt, dann wenn ein Spieler zweifelt in Sturm Graz, dann soll er es auch nicht machen. Ja, da muss er einfach sagen, weil dieser Club ist einfach so, ja, so interessant in allen vielen Bereichen und ist, glaube ich, auch interessant, weil irgendwas passiert ja auch im Club, was ich ja auch selber merke. Aber es war ja im letzten Jahr so, dass im August erst das Rad richtig, auf Transferrad richtig ins Rollen gekommen ist meistens. Ja, du siehst ja auch mal, was am 31. August passiert. Ja. Wenn du da Transfermarkt.at oder .de aufschlägst, ja, dann hast du da dann hast du schon mal. Ja, aber da sind auch dann auch viele so manchmal Alibi-Einkäufe oder auch dann Not. Oder ich finde, dass wir eigentlich ziemlich strukturiert arbeiten und ich weiß natürlich, ja, dass ihr oder auch die Fans immer schnell Namen hören wollen. Aber ich finde, wir sind unheimlich ruhig und souverän in der Arbeit. Und ich hoffe, das zahlt sich am Ende nachher auch aus, dass wir nichts überstürzen. Wie viel mehr Arbeit oder andere Arbeit hast du jetzt durch den Wegfall von Paul? Ja, mehr Arbeit einfach, dass ich ja, nach dem Training schnell dusche und. Und dann die zwei. Zwei Handys dann anmache und gut, mir noch Gel in die Haare schmiere. Bei den vielen Haaren dauert das vielleicht ein bisschen länger noch. Aber man muss ja diesmal schnell gehen und dann halt sofort mit Spielern spreche auch. Ne? Und eigentlich relativ schnell mit Christopher Huhn zusammensetze und dann einfach sage, bei jedem Spieler gehst du auch eine andere Strategie. Ne? Bei dem Spieler machst du so oder den Spieler kenne ich ein bisschen mehr oder den Spieler kennt er ein bisschen mehr. Und dann spreche ich mal kurz durch und eigentlich ist es aber immer so, ja, dass ich mit jedem Spieler jetzt spreche. Ja? Wenn es erst telefonisch halt dann ist oder dann halt, und wenn sie dann kommen, dann zeigen sie ja auch, wir haben echt Interesse. Mhm. Und dann sprichst du halt, weil ich ja hier jetzt auch schon gemerkt habe, viel reden kann, dauert das dann halt auch ein bisschen. Also im Ende ist es, also von Grad sehe ich immer nicht viel, muss ich ganz klar sagen. Der Tag ist lang und dann gehst du halt wirklich, das heißt, bis 1 Uhr nachts im Büro. Ist jetzt eigentlich normal und
klar, wenn jetzt Paul da wäre, dann könnte er natürlich auch mehr die Spieler besprechen. Ich finde wohl immer wichtig, und ich glaube, dass Spieler es auch immer wollen, dass sie auch den Trainer kennenlernen wollen. Ne? Die lesen natürlich auch im Internet dies und dann das und dann das. Und dann, wenn du dann doch sprichst, die brauchen ja auch ein Gefühl dafür. Gut, im Moment machst du einfach alles. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Arbeitet ihr jetzt, entschuldige, noch ein Programm, das der Paul schon vorgegeben hat, oder ist das jetzt spontan, was reinkam? Das ist beides. Also wir hatten, ne, Piermaier war zum Beispiel auch auf der Liste von Paul. Die war auch dabei. So, aber wie gesagt, das ist halt, du kriegst jeden Tag auch von Beratern, kriegst du jeden Tag, ja, 20 Namen auch. Mhm. So, und dann geht es halt relativ schnell. Und manchmal geht es natürlich auch nach Gefühl, weil kennen wir nicht alle Spieler auf dieser Welt? So, und nur YouTube-Videos, das ist auch immer ganz gefährlich. So. Aber trotzdem ist der ein oder andere Spieler da auch interessant, wo du vielleicht nicht drauf gekommen wärst. Und Paul hat auch eine gute Liste erstellt, wo natürlich mehr österreichische Spieler drauf waren. So, und die versuchen wir jetzt so hinzukriegen. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt Spieler holen, wir brauchen jetzt keine mehr für die Breite. Wir brauchen jetzt einen Top. Und jeden ausländischen Spieler, den du holst, der muss top sein. Der muss einschlagen, weil für die Breite kannst du ja wirklich, ja, da kannst du einen 20-jährigen Österreicher vielleicht noch holen, wo du sagst, okay, den können wir entwickeln. Der muss jetzt nicht vielleicht am ersten Spieltag einschlagen, aber am achten Spieltag wäre das interessant. Aber wenn du einen ausländischen Spieler holst, dann muss der, ja, dann muss der was Besonderes haben. Sonst brauchen wir den nicht holen. Aber es geht um zwei Positionen in Wahrheit, oder? Vorne, ja, und hin. Ja, genau. Also und dann halt, was es ja gibt, wenn ja, du noch. Sicherlich kannst du recht da außen verdrücken, ja, kannst du noch überlegen, ja. Aber eigentlich auch mal mit. Aber ich bin ja auch so ein Typ, ich glaube auch, dass wir mit unserer Trainingsarbeit die Spiele auch besser machen können. So, und ja, ist beides so ein bisschen. Aber ich finde erstmal, wir brauchen Top-Mittelstimmen. Natürlich vorrangig wahrscheinlich. Wie viel siehst du in diesen Trainingseinheiten, in den wenigen, die du jetzt gehabt hast? Viel. Aber da weißt du schon, okay, der gut, der hat Potenzial, der ist am Limit. Ja, klar, okay. Klar. Also du siehst einfach, einige haben eine unheimlich gute Qualität, wo ich glaube, da kann auch viel, viel mehr kommen. Ne? Ja, Darko Bogol ist so ein Typ, der für mich eine riesen Qualität hat. Und der die aber noch lange nicht ausschöpft, so wie ich es mir vorstelle. Da kann noch viel, viel mehr kommen, das weiß er selber. Aber dann merkst du natürlich, dass wir jetzt schon 6 Tage eine enge Beziehung haben. Ja, bei dem einen oder anderen fehlt es. So, jetzt muss ich überlegen, fehlt es so viel, dass ich sage, geh mal woanders lieber hin? Oder kriege ich den so gut hin, dass er einfach auch auf diesem Niveau kommt? So, und sonst kann man sagen, ja, dass die Mannschaft einfach ja, so in die Vorverteidigung und so, na, noch klar, das ist neu für die. Das versuchen wir halt anders zu machen. Ja, oder wir trainieren halt viel mit Ball, eine hohe Intensität. Und das ist natürlich für die Spieler auch ein bisschen anders. Das merke ich ja auch, das sagen sie auch. Aber nochmal interessant ist der 14. bzw. der 21. Juli. Ciao. Und nicht, ob wir jetzt irgendwie gegen eine Bezirksauswahl Köflach mal 2-2 oder Tore kriegen, das ist egal. Immer, ich werde nur nach dir gefragt. Was ist mit dir? Ja? Alles gut? Ja. Gut. Frisuren? Technisch passt. Ja. Ich glaube auch von der Mentalität passt es auch. Hast du schon Wohnung bezogen oder bist du Hotel doch? Oder? Ich habe, wie gesagt. Nur im Büro? Ich bin froh, wenn ich dann irgendwie nur noch 4-5 Stunden im Bett liegen kann. Nee, im Moment habe ich einfach keine Zeit dafür. Also ganz einfach. So, und ich hoffe, dass ich dann in 2-3 Wochen, wenn ja hoffentlich eigentlich relativ viel abgearbeitet ist, und nach dem Trainingslager gucken wir dann auch 1-2 Wohnungen an. Aber ich finde das Hotel jetzt auch nicht so schlecht. Also ist auch okay. Ist mein Bett schön gemacht und so. Wo bist du? Augarten. Schön. Sieht gut, ne? Ja. Wie viel hast du von gerade schon gesehen? Ja, wir haben, ich glaube, an dem Freitagabend letzte Woche mit Christopher Huber und Christian Jauch haben wir einen Crashkurs im Sightseeing gemacht und einen Crashkurs in der Historie der Stadt. Das ging relativ schnell, war auch interessant und ich muss sagen, ich finde es eine echt eine
tolle Stadt. Also ich finde es echt eine richtig schöne Stadt. Und dann am Freitagabend fand ich so ein südländisches Flair natürlich da, wo alle Leute draußen saßen. Aber dann hast du dich doch ertappt, dass du dann doch wieder über Mittelstürmer gesprochen hast, statt über irgendwelche geschichtlichen Sachen. Aber Christian Jauch hat mich da gut eingeweiht in verschiedene Sachen. Ich habe ein paar Sachen auch vergessen, muss ich sagen, aber weil ich dann doch immer mehr auf das Thema Fußball kam, aber ich hoffe, dass ich in der Stadt auch was sehen kann. Aber wir müssen jetzt, aber Sturm ist jetzt wichtiger als alles andere. Das müssen wir sehen, dass wir erstmal eine schlagkräftige Truppe da zusammenkriegen. Was hast du dir gemerkt vom Crashkurs? Ja, super, jetzt hast du mich ertappt. Ja, wie gesagt, nicht viel, aber das machen wir. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Aber er ging ja fast, glaube ich, in den 17. Jahrhundert drin. Aber ich muss sagen, mein Co-Trainer Ayhan Tomani war da ganz aufmerksam. Und ich habe Christopher Ruhm immer so zur Seite gezogen und gesagt, wir müssen die Liste abarbeiten. Aber ich werde mich dann auch noch mehr konzentrieren, aber im Moment ist es anstrengend. Wurde Bier oder Spritzer getrunken? Bitte? Bier oder Spritzer wurde getrunken? Wein haben wir getrunken. Okay. Wein haben wir getrunken. Der war aber lecker. Ich bin eigentlich gar nicht so im Weintrinken. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da trinkt man Bier. Aber haben wir Wein getrunken und ja, du merkst auch, ja, die brennen auch, die wollen auch was machen. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind strukturiert auch. Ich meine, der Ausfall von Paul ist ja schon nicht ganz einfach. Aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir das im Team im Moment unheimlich souverän und ruhig. Und da fühle ich mich einfach auch sehr wohl. Ja, weil du musst letztendlich auch das Beste daraus machen. Also überhaupt nicht in Panik verfallen. Sicherlich habe ich da auch meine Sache dazu beigetragen, weil ich das Geschäft einfach schon ziemlich lange kenne und auch eine gewisse Ruhe, glaube ich, da auch reingebracht habe und auch ein bisschen positiv und, glaube ich, auch einfach, das, wie gesagt, noch einmal, der Club muss sich in dem Sinne positionieren, wir sind Sturm Graz, Punkt. So. Es muss für jeden auch eine gewisse Ehre sein, hier arbeiten zu dürfen und das müssen wir den Spielern auch spüren lassen, wer zu lange zögert. Das ist ja auch gar kein Problem, aber dann passt ja einfach nicht zu uns. Was ist das Ziel für die kommende Saison? Das Ziel ist erstmal einen guten Kader zusammenzustellen, wo du ein Gefühl mitkriegst. Das Ziel, denke ich, muss ein bisschen versuchen, den internationalen Startplatz zu erweitern. Und dann kann jeder Fan darf dann träumen, was das interpretieren, diese Aussage. Also man darf das Wort Meister auch in den Mund nehmen. Ja. Wenn du rausstreichen lässt, kommt auch der Malermeister vielleicht. Also Meister ist ein ganz normales Wort, aber ich glaube, da sind wir jetzt, ja. Und wir haben auch gute Hausmeister bei uns. Also, ich meine, was soll ich jetzt? Aber ich glaube, da sind wir ja nicht in der Bringschuld jetzt. Ja, weil wir sind Top-Favorit des Red Bull Salzburg und kein anderer. Und alle anderen, die dahinter sind, die ja, sind eng zusammen. Da geht es eigentlich darum. Da musst du halt sehen, so eine Saison mit 36 Spielen. Ja, da kann ja so viel passieren, positiv wie negativ. Also, aber jetzt mit dem Meister irgendwie was zu sagen. Also ich bin zwar eine große Klappe manchmal, aber Größenwahnsinn bin ich jetzt nicht. Also, Man darf ja träumen, sagen wir so. Ja, die Fans dürfen träumen, aber ich finde, dass wir als Trainer und Spieler und Mitarbeiter des Clubs, wir müssen immer. Also ich habe von Franco Foda eine fitte Mannschaft bekommen. Also ich finde das auch immer unheimlich. Ich finde es nicht okay, wenn immer der Nachfolger auf den Vorgänger drauf haut. Aber von der Fitness muss ich sagen, ist das okay. Ich glaube, dass wir vielleicht eine etwas andere Fußballphilosophie in ein, zwei Sachen haben, aber trotzdem hat er mir eine fitte Mannschaft überlassen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Philosophien? Ja, ich glaube, dass, wir noch ein bisschen mehr mit Ball arbeiten. So habe ich das Gefühl, also kommt das Feedback von den Spielern, dass wir ja, ein bisschen vielleicht mehr nach vorne verteidigen. So, das sind ein, zwei kleine Unterschiede. So. Und ich muss auch dazu sagen, ich kann auch gar keine richtige Antwort geben, weil ich kenne Franco Foda jetzt von seiner Trainingsweise nicht so viel. Ich habe zwar das Trainerteam übernommen, die erzählen natürlich auch so ein bisschen über ihn und wie die Mannschaft war und dies und das. Das ist ja auch wichtig, dass man erzählt, auch weil die Spieler natürlich unheimlich gut kennen und weil sie wissen, wie sie ticken. Aber eine seriöse Antwort darauf zu geben, kann ich nicht. Ich habe ihn nochmal getroffen, er war, glaube ich, vor zwei Tagen in der Kabine nochmal.
haben wir einen kurzen Smalltalk gehalten. Fand ich ganz sympathisch, dass er da war. Wir haben ein bisschen gesprochen und ja, er hat mir viel Erfolg hier gewünscht. Ich habe ihm viel Erfolg auf dem Betzenberg gewünscht, weil das auch ein, ja, das auch ein geiler Club ist, Kaiserslautern, ne? Ein sehr interessanter Club. Und ich glaube, sein Ziel war es auch, in Deutschland zu arbeiten. So habe ich das rausgehört. Und das ist eine Qualität, die er jetzt geschafft hat. Und ich wünsche ihm viel Erfolg, dass er aufsteigt. Was sagst du eigentlich zu Katalonis? Überrascht dich, dass du kennst Brüche, die ein bisschen besser als wir alle? Nee, eigentlich überrascht mich das nicht so. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Also ich kann es mir ein bisschen denken, aber das werde ich nie sagen. Aber ich kann es mir ein bisschen denken. Aber ich finde, was bei Ricardo ist oder was bei Holländer im Allgemeinen auch so ist, das hat man jetzt auch in Jus Lulkai gesehen in Augsburg, die sind konsequent. Ja, die haben eine Meinung und die gehen nicht von der Meinung runter. Und wenn die Gerüchte stimmen, dass vielleicht andere in seinen Trainingsplan reinmischen, dann ist es einfach nicht in Ordnung. Muss man ganz klar sagen, weil man muss einfach ganz klar sagen, alle, die um den Cheftrainer arbeiten, sind Zuarbeiter. Die arbeiten ihm zu, weil wenn es nachher negativ läuft, fliegt ja der Cheftrainer immer raus und nicht ein anderer. Und der Cheftrainer muss bestimmen, was er macht. Ich höre hier auch links und rechts auf Anmerkungen oder Tipps, aber letztendlich bestimme ich die Richtung. Und wenn er meinte, dass er vielleicht nicht mehr die Richtung bestimmen durfte, ich interpretiere das jetzt einfach mal, dann finde ich es konsequent. Aber gut, ich stecke da auch nicht drin. Also genau, was da gelaufen ist, weiß ich nicht. Ja. Jetzt ist Niko Kovac da und dem wünsche ich natürlich auch viel Erfolg jetzt. Ich weiß nicht, wie lange er bleibt oder ob er bleibt. Bin mal gespannt, wer dann, ja, welcher gegnerische Trainer auf der anderen Seite dann steht mit dem Ball beim Rollen auf dem Trainingsanzug. Wie gefällt dir die Europameisterschaft zurzeit, also die Spiele? Ich glaube, es ist noch ausbaufähig. Ich habe es alles ein bisschen offensiver erwartet, muss ich sagen. Was interessant so für mich zu sehen ist bei der EM, dass doch viele Tore fallen so auf von den Flügelpositionen, wo kein Druck auf den Ball gemacht wird. Was wir versuchen, unheimlich reinzukriegen bei den Spielern. Es geht nicht immer darum, ob der Innenverteidiger gegen den Mittelstürmer nachher gegeneinander spielt, sondern muss die Flanke verhindern. Weil ich mir gestern die Tore von Portugal gucke oder ich meine, Schweinsteiger nimmt einfach mal den Ball an, ohne irgendwie, dass irgendeiner Druck macht. Dann fand ich das schon sehr interessant. Also ich habe einfach gedacht, dass viele mehr Mannschaften noch mehr in die Vorverteidigung gehen. Aber du merkst schon, ja, dass, ich glaube, dass auch viele Angst haben, ne? Dass viele taktisch erst so rangehen und dies und das, statt einfach auch mal sagen, komm, wir gehen mal nach vorne. Und sie gehen eigentlich immer nur nach vorne, wenn sie im Rückstand sind. Und ich hätte es mir eigentlich noch einen Tick offensiver vorgestellt, aber gut, vielleicht geht es auch mit den K.O.-Spielen, wo du wirklich dann Sieg oder Niederlage hast. Vielleicht geht es dann noch ein bisschen offensiver. Ja, wird's machen. Ja, wenn du jetzt die ersten beiden Spiele von vielen nimmst, oder einige haben ja nur ein Spiel bisher gespielt, hat Deutschland schon den besten Eindruck gemacht, man muss das ganz klar sagen. Ne? Das ist die einzige Mannschaft, glaube ich, die jetzt 6 Punkte hat. Und die haben, ich finde auch gestern, was sie in der ersten Halbzeit waren, sie haben wirklich eine ganz klare Qualität besser als die Niederlande. Die Holländer kamen danach am Schluss wohl ein bisschen, aber du hast ja nie den Eindruck gehabt, dass Deutschland das Spiel verlieren kann. Und man muss natürlich auch sagen, das ist auch Portugal und Holland. Ne? Das war jetzt nicht Hirtenflöte und Zwerghausen. Also das war schon, das sind zwei absolute Top-Weltmeisterschaften. In Deutschland haben sie eigentlich in beiden Spielen, hattest du nie so richtig das Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte. Und das ist eine Qualität. Und diese Qualität finde ich natürlich so als, ja, als langjähriger Talentetrainer interessant, weil es sind unheimlich junge Spieler. Und das vergisst immer jeder. Ja, und das finde ich klasse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Jürgen Löw, wie der das auch ausstrahlt als Trainer. Das ist schon, ein Vorbild ist jetzt zu viel gesagt, aber er ist schon ein unheimlich interessanter Trainertyp. Und tut Fußball Deutschland richtig gut. Warum gibt es aber auch solche Stürmer wie Ronaldo, die im Nationaltrikot total versagen? Warum kann das sein? Ja, ich weiß gar nicht, ob die total versagen. Ich glaube, dass wir auch mal einen ganz großen Fehler machen, weil wenn wir über Portugal reden, ne, wenn ich jetzt sage, nehmen wir 6 andere Spieler, dann hat jeder Schwierigkeiten, 6 andere Spieler zu nehmen. Letztendlich gewinnt doch die Mannschaft. Und ich glaube, ein Spiel kann vielleicht ein individueller oder 2 individuelle Spieler entscheiden, aber kein Turnier. Und ich glaube, wir sind zu streng manchmal mit ihm.
So, wenn er jetzt schwach spielt, dann spielt er super schwach. Wenn er Schnitt spielt, dann spielt er schlecht. Wenn er gut spielt, dann spielt er Schnitt. Ich glaube, man ist einfach viel zu kritisch auch mit ihm. Und er hat noch 10 andere Spieler. So, und darum geht es einfach. Und bei Real Madrid hat er, glaube ich, auch andere Mitspieler auch. Jetzt noch in Portugal. Wenn er alleine vor dem Tor steht, dann hat er sich nichts mehr mit den Mitspielern zu tun. Nee, nicht, aber trotzdem erwartet man, glaube ich, zu viel. Ne? Portugal besteht nicht nur aus Ronaldo. Ne, du hast ja noch andere sogenannte Superstars, die im Endeffekt das Tor nicht treffen. Ja? Aber gut, dass wir ja Super Mario haben. Um zurückzukommen. Genau, zurückzukommen. Aber ist schön. Ich habe gestern, ich glaub, 6 Torschüsse in 2 Spielen. 3 Tore. So, danke schön. Das ist meine Quote. Das nimmt mehr Effizienz, oder? Mhm. Ich war gestern bei Sky News da nachts mit Marcel Reif. Haben wir eine Sendung gehabt und dann kam die ganze Statistik. Bist du dazu geschaltet oder? Nee, ich war da. Fliege noch mal eben kurz nach München auch noch dann. Okay. Und da mal, ja, das ist einfach ganz effektiv. Ne? Und diese für Welt.de oder was du machst, machst du das auch jetzt während der Europameisterschaft? Ja, das habe ich jetzt in Deutschland-Portugal gemacht. Und gestern habe ich auch schnell was rausgeschickt. Ja. Also du schlafst ja wirklich nur 4 Stunden dann, oder? Ja, aber ich hoffe, wir sehen noch, trotzdem noch ganz gut aus. Also, nee, aber das ist halt im Moment so. Ja. So. Ein sauklar, einfach Fußballtrainer. Ja, und man war ja beides auch, ne? Muss man einfach auch ganz klar sagen, und dann ist es einfach auch so. Aber da kommen auch ruhigere Zeiten. Ja, im Moment will jeder ein Interview, wenn du 10 Wochen hier bist, ist auch nicht mehr so interessant. Will man noch immer ein Interview? Ja, aber jetzt. Und weh, du suchst ab. Jetzt. Schreibt ihr mich nieder, schreibt ihr mich nieder. Ich hatte sowieso, wenn wir erstmal ein Spiel verloren sind. Wo ist der Vorverteidiger? Warum muss der Vorder gehen? Lass uns Franco zurückholen. So ist es halt immer, ne? Kannst du mal jetzt hier erzählen und so. In den ersten 2 Spiele. Mich verwundert, dass du sagst, dass der Scholl halt populistisch gesprochen hat, weil du hast ja gerne einen Spruch aus sich. Aber das ist dann auch ein Qualitätsunterschied, gell? Ja, aber nicht über Spieler. Also ich bin vielleicht populistisch in der Kabine, mhm. Aber da ist ja keine Kamera dabei. Und, also da versuche ich noch immer. Nicht. Ja, aber wenn die dann dabei sind, dann halte ich mich auch zurück. Ja. Das glaube ich dann auch. Nee, aber das ist ja, ich meine, den Spruch, den der Mario Gomez gemacht hat, ist ja eine Provokation. Die kannst du auch machen, aber öffentlich weiß ich nicht. Also zeig mir ein Zitat, was ich öffentlich über den Spieler habe. Naja, aber so. In Wahrheit hat er alles richtig gemacht, der Schuld. Warum? Ja, vielleicht hat er einen Kitzel da ein bisschen in den Gomez. Ich glaube, es ist wirklich 2 Tore gemacht wegen Schuld. Na, beschäftigt das ein Spieler, wenn er so eine Auswahl kriegt? Ja, sicher. Klar. Deutschland redet ja 3 Tage davon und nicht von nichts anderes. Nee, okay, klar. Die China Lisa sind dazwischen gekommen, aber sonst. Klar. Aber Mehmet Scholl ist auch Trainer jetzt. Ja, das hat mich auch verwundert ein bisschen. Und er ist noch Trainer in demselben Verein. Mhm. Und ich finde ja, ich muss ganz ehrlich sagen, er macht das ja sogar ganz gut. Seine Analysen und das hat er auch gar nicht nötig. Ja, vielleicht wollte er auch. Ich glaube, er wollte gar nicht böse sein, oder? Nein, nicht. Oder naja, also, du kennst die besser wahrscheinlich, aber. Ich kenne jetzt eigentlich gut. Ich hab letztes Jahr mal ein Training bei den Fußballlehrern, wo er im Kurs ist, habe ich gehalten. Aber ich habe mit solchen Sprüchen nichts. Also. Wenn du einen Spieler kritisierst, ist es okay. Aber dann soll er wirklich sagen: Laufweg, Passweg, zu wenig gearbeitet. Ne? Weil gestern hat er auch besser gespielt, das muss man ja sagen. Ja. Jetzt finde ich auch egal, wenn er die 2 Tore gemacht hat wegen Mehmet Scholl. Kann er Scholl jedes Mal drauf haben. Dann ist auch okay. Du und Steirisch hast du jetzt schon ein bisschen drinnen von den Jungs, oder? Ja, von Hasi. ich hatte ja bei Red Bull auch ein paar Steirer. In der Mannschaft, aber nicht zu viel, oder? Ja, wenn Christoph Matschinko den Mund aufgemacht hat, da musste er sich schon gut konzentrieren. Okay, ja. Also da musstest du schon. Ja, dann
Ja, da kam auch die Lauter auch immer raus. Chinky, kannst du mal ganz kurz übersetzen? Ja, könnt ihr mir das eben kurz übersetzen? Genau. Ja. Aber dafür hab ich ja auch einen Slang. Also. Aber sie geben sich Mühe. Also wirklich? Ja. Also noch kann man hinter deinem Rücken irgendwas im Dialekt sagen, was du nicht verstehst. Ja, kann man machen. Ein Briefing von uns. Aber auf dem Trainingsplatz bin ich sowieso eigentlich, glaube ich, der Einzige, der da redet. Die hören zu. Und ich habe schon gehört, je mehr geredet wird, desto mehr Intensität legst du in den Tag. Okay. Nee, aber ich will eine Arbeitsatmosphäre auf dem Platz. Also ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, vor und nach dem Training mal locker zu sein mit den Spielern und auch über andere Dinge zu reden. Aber letztendlich, wenn wir im Training was erarbeiten, muss 100%ige Konzentration, 100%ige Tempo muss da rein, 100%ige Arbeitsatmosphäre muss da rein. Da geht es nicht, wenn zum Beispiel ein Mädchen irgendwie quatschen oder dies oder das ist entscheidend im Spiel. Jedes Dribbling ist entscheidend. Und darum versuche ich es eigentlich immer sehr spielnah zu trainieren. Also ich trainiere halt lieber sehr hart und dann gibt es vielleicht dann mal einen Tag mehr frei. Mhm. Aber nicht so ein Stündchen da irgendwie so rumdödeln, da hab ich nicht Lust drauf. Ne? Du kannst auch mal ruhiges Training machen, weil immer wenn du ruhiges Training machst, sag ich immer, dann spielst du auch so ruhig. Wir wollen ja nicht ruhig spielen, wir wollen ja ein bisschen was sehen lassen. Aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass wir nur hektisch unterwegs sind, ne? Weil gerade junge Spieler ist schon wichtig, dass die Passspiele nochmal die Position anhalten. Schon wichtig. Aber die Endform, bitte, wäre so ein Fußball aller Dortmund, oder? Ja. Warum muss man natürlich auch mal sagen? Weil A, spielen sie begeisternd und B, sind sie erfolgreich. Mhm. Wenn du diese beiden Komponenten zusammenbringen könntest, wäre es natürlich top. Mhm. Und C, muss ich sagen, sind das viele junge Spieler, wo einfach viele Bock drauf haben. Ich esse dann so Mats Hummels, der spielt das einfach runter. So, und das ist einfach eine Qualität und das wär schon gut. Aber du musst natürlich auch sehen, was haben wir. Und du musst sehen, wie schnell kriegen wir auch ein bisschen Taktik-Flash-Kurs hin. Mhm. Interessant ist sowieso immer, wenn du mal ein Spiel verloren hast oder nicht gut gespielt ist. Da zeichnet sich für mich auch immer ein Trainer ab, der zieht das Ding jetzt durch oder zieht das Ding jetzt nicht durch. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Holland mit dieser Doppel-6 gestern so ein bisschen Angst einfach. Ja. Klar, wenn das offensiver spielen lässt, kommen natürlich wieder so super viele Experten sagen, er ist so offensiv nur. Ah, kannst du es nicht allen recht machen? Ich glaube einfach, du musst das ja an deinem Plan durchziehen. So, fertig. So, und wenn du verlierst, weiß es doch so jeder besser. Ist auch okay, aber du kannst ja nicht sagen, jetzt spielen wir gegen die Mannschaft, jetzt machen wir so, jetzt spielen wir gegen die Alten, machen wir so, jetzt spielen wir auswärts, jetzt machen wir so, jetzt spielen wir zu Hause, jetzt machen wir so. So, und das merken die einfach, dass ich mal einen Plan durchziehe. Immer natürlich mit, wen habe ich zur Verfügung auch. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht von dem Spieler XY Sachen, die er nicht kann. Aber ich glaube schon, dass du jeden ein bisschen weiter vorne drücken kannst. Und ich kann nicht nur Querschieber auf dem Platz. Das ist auch mal wichtig. Ballbesitz halten, Ruhe reinbringen, auch als Jungen wichtig. Aber dafür gehst du ja um den Stein. Gerade hier. Ja. Das taktische Verständnis wieder in der Liga. Ja, absolut. Soll ja auch dann ein paar durchgespannt werden. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich so an die Sache rangehen würde, dann brauche ich gar nicht mit dem trainieren. Ich glaube, dass Frauen nicht so schwer immer ist. Ich sag mal, wenn du Pressing spielst, der eine macht Druck auf den Ball, der andere sichert ab, der entfernte Spieler, der versucht den Abstand reinzukriegen. Das ist einfach auch, ja, wir haben so einen Code auch, in dem wir manche so Drecksarbeit machen. Du musst Drecksarbeit machen. Weil auch gestern wieder waren so Szenen drin, bei Deutschland, Holland. Was ganz interessant war, auch wenn Mario Gomez wenig Ballkontakte hat, das ist die Statistik. Das schafft unheimlich viel Raum für andere Spieler auch. Das ist einfach Adel. Das müssen die kapieren. Und darum trainieren wir einfach intensiv. So, aber wenn die nicht intensiv trainieren, dann kommen nachher die langen Bälle.
Einfach zu sagen, ja, der kann das taktisch nicht und der kann das taktisch nicht. Ja, dafür bin ich ja auch da, das zu hinzukriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, also dann kann man mich auch kritisieren. Aber trotzdem müssen wir sehen, wie ich spiele. Der mir erzählen will, im Profifußball ist die Zeit, sage ich ja schön darauf. Im Jugendfußball ist die Zeit, aber nicht im Profifußball. Aber dafür kannst du im Profifußball mehr trainieren als im Jugendfußball. Also das ist, aber sie ziehen gut mit. Also, absolut. Ich glaube, sie sind auch unheimlich gespannt auf jede Einheit. Wir brauchen jetzt auch nicht immer eine Funktion. Nein, überhaupt nicht. Aber und auch die ganze Sprungtradition und so, das ist alles wichtig. Aber wir haben die Idee, die versuchen umzusetzen. Mit den Spielern, die hier sind, die sind ja nun mal hier, die haben nur mal Vertrag. Irgendwen hat denen ja mal einen Vertrag gegeben. So, das ist ja dann nicht gutes Recht, auch das Geld zu nehmen und den Vertrag auch in der Hand zu halten. Und versuchen einfach auf jede Position eine gewisse Konkurrenz reinzukriegen. Und ich glaube auch mit ein, zwei Neuzugängen, vielleicht auch aus dem Ausland, vielleicht auch nochmal eine andere Mentalität reinzukriegen. Da ist ja nicht gut oder schlecht, sondern einfach anders zu sein. So. Wo hat der Dormann? Wer? Der Dormann. Ja, also ist er doch, weil sonst hältst du nicht. Ja, ist top, aber die haben natürlich auch einen Top-Torwart. Ich kann auch nicht nur sagen, die anderen beiden Jungen heute noch. Also wir haben natürlich vier richtig gute Torhüter. Also bei den beiden Jungen sage ich auch, okay, da ist viel Entwicklung drin. Ich finde die alle gut, also das ist jetzt nicht so dumm. Und ich finde diese Torwartgruppe, wenn man die zuseht als Fußballtrainer, ja, dann freust du dich einfach. Das ist richtig Spaß dran. Am Anfang ist es dann an, dass man selbst sagt, so. Also ich sag mal, wenn man spätestens im großen Training sagen, aber wirklich aller spätestens, am liebsten irgendwann nächste Woche. Ja. Und dann spätestens im Trainingslager, da fahren wir die Intensität so dermaßen hoch. Mhm. Also da werden sie tot umfallen danach. Aber gut, das ist ja doch der Sinn der Sache. Können wir das haben halt schreiben? Dann siehst du auch, dass ich dann zufällig noch eine Verletzung nimmt. Die werden ja besser dadurch. So. Und die Jungs wollen aber auch gewinnen. Da gibt es auch wieder Prämien. Witz. Für sie auch transfermäßig hoch. Ja. Ist auch schön, wenn du in Graz rumläufst und sagst, ey, Jungs, als wenn du beschimpft wirst. Ist dein Programm für ältere Spieler auch aushaltbar? Was? Dein Programm, dein Trainingsprogramm auch auszuhalten für ältere Spieler? Ja. Ja, es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag knüppeln, sondern es ist ja auch wirklich, dass du das auch dosierst. Nur, ich sag mal, wenn du 20 Minuten eine Passform machst, will ich die einfach konzentriert haben. So, es geht ja nicht. Und ich finde, wir machen ganz viele Positionsspiele, wo die Jungs auf der Position halten, sich halten. Ne, wir machen das ja nicht in jedem Spielform, dass die 40 Meter Sprints machen müssen. So, ja klar, das ist für ältere Spieler auch auszuhalten. Wie wichtig ist denn hier so Laktatwerte und Pulswerte? Ich bin jetzt nicht der absolute Supertest-Trainer, aber ich finde das schon interessant. Ein Anhaltspunkt. Ne? Ich sag mal, wenn einer wirklich eine schlechte Regenerationsfähigkeit hat, das merkst du ja, wenn darum wird der Laktat jetzt genommen zwischen den Stufen. Das merkst du schon, wenn ein Spieler sich zum Beispiel auch verletzt. So, es gibt also viele Spieler, die dann in die Müdigkeit kommen, ab 75. Und dann haben wir da eine Zerrung und da ein Faserriss und dann dies. Und dann weißt du, okay, da muss es verbessern und dann muss man dann halt doch individuell vielleicht mal vorm Training halbe Stunde laufen oder danach halbe Stunde auslaufen. Das ist ja als Profisportler ist ja dann wenig schlimm. Und wenn wir dadurch Verletzungen vorbeugen, entgegenwirken können, hat sich das Test schon bewährt. So.
kann es nur mental und nur motivieren und nur Taktik. Wenn du die biologische Anpassung nicht hast, dann bringt es nichts. Ja. Und derzeit mischst du komplett durch bei den Testspielen? Ja, da kriegt doch jeder die Kapitänsbinde mal und jeder mischt mal durch. Paul hat einfach sehr viele Testspiele angenommen. Und, willst du das auch? Also, oder bist du eher der Trainierer-Typ als der? Ja, ich hätte schon, gerade in der ersten Woche, ich hätte da schon über eine Woche Training gehabt mal. Weil das Problem ist immer in den Testspielen, also ich bereite mich eigentlich nie auf irgendein Testspiel richtig vor. Und dann, aber die Ergebnisse spiegeln natürlich auch immer so ein bisschen dann die Stimmung auch da. Aber das Spiel interessiert mich am Anfang jetzt überhaupt nicht. Da haben wir wirklich alles durchgeschmissen und reingeschmissen und einfach geguckt. Das wird jetzt in den nächsten Spielen auch sein. Ja, ich weiß nicht, wenn du Samstag halt ein Spiel hast, dann brauchst du Sonntag nicht noch irgendein Spiel gegen. Nein, da brauchst du so. Naja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte den Plan ein bisschen anders gemacht, aber gut. Das ist jetzt nur mal da. Und ich finde, dass Fußball sowieso was viel zu viel jammern. Spielen wir halt. Ein Spieler kennst du natürlich auch ein paar Sachen. Obwohl der Spieler wahrscheinlich lieber Spiel spielt als trainiert. Vielleicht ist es halt, wenn es beides macht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Spieler gegen gute Mannschaften gerne spielen. Ich glaube, dass mein Training so attraktiv ist, dass ich natürlich auch gerne trainiere. Ich hab gewusst, es kommt noch was. Du musst alles aufzeichnen jetzt, gell? So, wir haben tschüss. Ja, tschüss. Ich glaube, wir haben noch 12. Vielen Dank. Hallo. Ich bin ein bisschen spät gekommen. Ciao, Papa. Kein Problem. Das Ganze noch einmal, bitte. Ich guck schon die ganze Zeit auf die Uhr. Ich habe bestimmt irgendeinen Termin. Ich bin auch der so einen Terminkalender aufschreibt, statt immer alles, diese Pieptöne zu haben. Ja, diese Pieptöne, ja. Ach du. Ich habe die Arbeit hier unterschätzt, glaube ich. Nur verhärtet. Verhärtet. Dann lassen wir eigentlich mal Wochenende raus. Bis Gott. Alles gut? Sicher. Schön. Gut. Hallo. Gut. Gut. Hallo. Hallo. Oh, Junge, Junge. Schön hier die Scheitel nach links. Geh mal das. Bis zum allerletzten Punkt. Nein, hat er nicht immer. Aber es war noch. Ja, und es wurde schon. Und warum ich einen Faserriss? Faserriss? Ja. Ich glaube, wenn er mit einer Allerpasse die Mädchen gewonnen hat. Gut, aber der ist ja jetzt auch schon 2 Wochen her. Ne? Ja. Ist aber eine Woche Pi mal Daumen. Wahrscheinlich sowas. Und medizinischen Sachen muss er noch ein bisschen gucken. Aber der hat lange gespielt, der hat in der Saison auch viel gespielt. Also hat er sich einen guten Zeitpunkt eigentlich noch ausgewählt. Weil man weiß einfach, dass der Körper am Schluss einfach sagt. So, also ich hatte immer Angst, wenn Spieler dann am Schluss der Saison noch irgendwelche Länderspiele oder U-Länderspiele noch gemacht haben. Also das ist immer, oder auch im Jugendbereich am Schluss der Saison irgendwie Turniere spielen. Und da dann war das irgendwie Kreuzbandrisse und so dann noch gefallen sind, weil du bist total am Anschlag. Dann spielt es ja noch ein Turnier und die sind ja oder irgendwas. Ja, schon eine Saison und dann ja, aber wir dosieren da auch ein bisschen. Also, und es muss nicht jeder Spieler dasselbe Programm. Da gucken wir schon ein bisschen, machen wir schon mit Auge. Ich spreche morgen mit ihm erstmal.